Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal Ken67. Ich erzähle euch heute alles über den Leak mit dem Würfel. Ob das wahr ist, ob das fake ist oder ob das einfach nur Clickbait ist. Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Wenn du neu bist, lass gerne ein kostenloses Abo da und like gerne das Video, wenn ich dir weitergeholfen habe. Kevin, der Würfel, den gibt es schon sehr lange. Das erste Mal, wo wir ihn jemals in Fortnite gesehen haben, war in der Season 6 bei Perils of Prime am 28. August 2018. Der Würfel hat sich ja immer bewegt, dann war er mal bei Paris des Palms, dann war er außerhalb von Paris des Palms, dann war er bei der China-Stadt. Und so ging es immer weiter, bis er irgendwann bei Loot Lake war. Und bei Loot Lake blieb er ja und Loot Lake schwebte der ja dann. Ich glaube eine ganze Season lang. Und dann war es ja irgendwie weg mit den Würfel wieder und der Würfel kam ja zwischendurch immer wieder. Zum Beispiel beim T-Rex-Kampf, wisst ihr noch? Roboter gegen Drachen. Und dann kamen die Risse. Die ganzen Risse waren auf der ganzen Map verteilt. Wisst ihr noch das Android Monday Event, das Live Event? Und wir wurden ja in ein Portal eingesaugt. Und da hat man ja verschiedene Städte gesehen und man hat auch den Würfel gesehen. Nun haben sehr viele spekuliert und auch nachgeschaut. Und man hat festgestellt, und ich habe das mir auch nochmal angeschaut, und es sieht so aus, dass der Würfel schon in der neuen Map vorhanden ist. Und dass ein kleiner Leak das ist. Und ich weiß ungefähr, wo der Würfel liegt und er liegt genau bei Royal Castle in der Nähe. Also nächste Season, macht euch gefasst, es wird kein Royal Castle mehr geben. Und ist euch was aufgefallen, dass alles einen Zusammenhang hat? Also was ich damit meine ist, Loot Lake ist da. Was hat es zu tun? Mit dem Würfel. Dass die Lava, was hat die Lava zu tun? Damit wurde der Roboter zusammengebaut. Da haben wir ja alle spekuliert, was das wird. Was ist da noch? Der Drache und der Roboter. Und ich glaube nicht, dass das jetzt fake ist. Ich glaube wirklich, nächste Season kommt der Würfel wieder zurück, sein Comeback, und da wird Royal Castle zerstört.